sind 24. 24 TP. Ich möchte, dass jemand neu würfelt. Moment, er hat selbst ein Guardianum. Nee, hat er nicht. Er hat selbst ein Guardianum, klar. Ja, doch, hat er einen. Und da steht aber man kann daraus herauszaubern. Das heißt, sein eigener Guardianum. Ja, aber das ist egal. Wenn er das Guardianum hat. Entweder explodiert dieser Ball in seinem Guardianum, dann nimmt er mich in mit. Oder explodiert außerhalb seines Guardianums. Und dann, ich stehe da nicht drin, Sudamin steht da drin. Dann nimmt er nur diese Runde mit, die in ihrem eigenen steht. Jetzt werdet ihr alle drei Werte vom Guardianum, vom Ignisphäre Feuer. Inklusive Asmodeus. Ja, auch, ja. Damit kann ich leben. Ja, ist okay. Okay, 24 minus 9 sind... Du bist das Zentrum. Rafim ignorieren wir. Er steht 1 Meter, er steht 2 Meter von dir entfernt und Zulamin steht... Komm, ich tue noch einen Freiaktionsschritt. Ich möchte da dran sein. Oh. Na gut. Dann bekommt aber auch Zulamin mehr Schaden, ne? Okay. Dann bleibe ich hier. Okay, pro Meter Abstand entfernen wir einen Würfel, ne? Den höchsten oder den niedrigsten? Den. Er darf es sich aus. Warte doch, den niedrigsten. Ich glaube, du fängst mit dem niedrigsten an. Moment, ich habe die Seite auf, nicht guck an. Du fängst mit dem niedrigsten an. Der niedrigste Augenzahl wird entfernt. So, das heißt, Jalan, du bekommst jetzt bitte einmal 24 TP Feuerschaden. Genau, minus 9, das sind also 13. Dies ist eine Wunde. Ich würfle mal eine Zone aus. Dies ist das linke Bein. Und wo ist Rüstungsschutz? Die Rüstung ist aus Toschgrün, also nein. Je 10 angerichteter TP sinkt der RS einer Gesamtrüstung um einen Punkt. Ja, aber Zwergensilber. Lass ich so gelten? Okay, gucken wir kurz. Das ist eine Beinwunde. Ich muss mich also selbst beherrschen. Dies ist erschwert um... kannst du 4 Punkte? Die Fürstin ist in der Grunde verbrennt. Okay, cool. Oh, ich gehe zu Boden. Sehr schön. So, Asmodeus bekommt, die 2 werden abgezogen, dann bekommt er nicht 24, sondern 22. Da würfel ich gerade mal eine Selbstbeherrschungsprobe für Asmodeus. Das wird auch für ihn. Er hatte ja schon gechippt. Und auch er wird sicherlich. Ich möchte darauf hinweisen, dass Tudamin erst noch vorziehen und aus dem Guardianum springen kann. Bam, 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 bam. Sie ist vor ihm dran. Richtig. Dann würde man vorher eine Magiekunde-Probe. Magiekunde, um zu erkennen. Oh, hast du Zayat? Okay, Moment. Nee, aber sie hat ich habe Zayat, aber Magie. Nicht gut. Aber sie hat den Zauber gerade eben. Ich habe ihn gerade eben erst gesehen. Jetzt einfach eine Magiekunde. Dämonologie? Dämonologie würde nicht zählen, nein. Er ist zwar ein dämonischer Zauberspruch, aber es ist kein Dämon, den er beschwört. Oder? Es wäre Zauberpraxis. Zauberpraxis, ja. Easy. Oh. Okay, dann kannst du 2 freie Schritt oder halt komplett abhauen. Ich glaube halt, der Guardian ist nur in eine Richtung. Das heißt, der Ignisphäre strahlt da trotzdem hinaus. Du müsstest also schon komplett wegrennen. Dann laufe ich zu Isarun. Das erscheint mir irgendwie sinnvoll. Du solltest nach hinten. Und jetzt Asmodeus mit dem Passierschlag. Sonst läufst du in den Ball rein. Jetzt Asmodeus mit dem Passierschlag. Zum Thron hin. Zum Thron hin. Ja, oder nach links. Aber ist da genug Platz? Oh, also pro Meter Anschlagabstand, dann gucken wir einfach mal, wo du hinläufst, dann können wir das berechnen. Also, wie sollte da nicht die Magiekunde-Probe helfen? Ja, wenn du 8 Meter weit weg bist, macht er dir keinen Schaden mehr, also lauf einfach irgendwo hin. Gut. Weiter. Genau. Hinter die Säule. Das passt in einer Aktion. Dann messen wir mal. Von Jarland ausgehen, bist du 8 Meter entfernt. Das sollte reichen. Jarland ist down. Eine Wunde, down. Der Blitz, ich finde, von Boltax, hat nicht funktioniert. Genau. Zulamin hat eine Aktion gehandelt. Wir sind in einer neuen Kampfrunde. Neue Kampfrunde. Genau. Boltax. Die Frage ist sein Schild dabei kaputt gegangen? Sein Guardianum? Nö. Genau. Also der steht nach wie vor wie 1, oder? Ja, sollte. Hat er denn seine Selbstbeherrschung geschafft? Nein, er ist umgefallen. Oh. Guardianum besteht trotzdem. Okay. Muss er ja nicht aufrechterhalten. Dann würde ich gerne hingehen. Und ich darf ja 2 Schritte gehen. Dann bin ich hier und das ist das Ende meiner Kampfrunde. Habe mir. Ja, ich tauche hinter ihm auf und
würde zuschlagen. Bekomme ich Erleichterung, dass ich in seinem Rücken stehe? Er ist kampfunfähig, minus 8. Dann würde ich nochmal zusätzlich einen Wuchtschlag plus 7 ansagen. Also, ich kann nur bei 19 verkacken. Würfel. Ex Willis, Schaden. Aber mir ist durch, Rafim, Jalan, Isarun. Ja, ich bewege mich nach vorne, mal gucken, wie viele Schritte das sind. Und sie haben das linke Bein. Das schaffe ich mit einer. Ja, dann könnte ich in der nächsten Aktion noch angreifen. Sollen wir das jetzt abhandeln oder erst später? Nö, jetzt. Alles klar. Ich mache das gleich wie Abelmir. Wuchschlag 7 gleicht sich aus. Erstmal einen richtigen Reiter suchen. Ja, er ist auch immer noch kampfunfähig. Immer noch eine minus 8. Kritz. Jawohl. Ist sogar doppelter Schaden. Halbe Parade ignorieren wir. Oh, verdammt, jetzt habe ich den Wuchschlag da nicht reingesetzt. Das sind nochmal 7 mehr. Das sind 20 mal 2. Dann beschreib bitte die Szene. Isarun stürmt heran aus dem Hintergrund. Der ehemalige Hofmagus von Galotta hat schon einige schwere Treffer einstecken müssen, unter anderem von Abelmir, der kurz davor hinter ihm aus den Schatten aufgetaucht ist. Und Isarun versetzt ihm dann den Rest, indem sie ihn in sein rechtes Bein hackt und ihn halb zerteilt. Ohaya steht immer noch hinten am Eingang, schaut fassungslos auf die Szenerie, die verbrannte Fürstin, den gerichteten Asmodeus, und kommt dann langsam mit steifen Schritten auf euch zu. Eure Majestät, die Fürstin ist tot. Ich hab's gesehen. Sie hatte, wie ich denke, keine Kinder. Ihr müsst also eine Entscheidung treffen. Was? Sie schaut dich an, fassungslos. Was für eine Entscheidung? Die Fürstin ist tot. Sie hatte keine Erben. Wer herrscht jetzt über das Fürstentum der Horatien? Ja, Lan, das kann auch noch ein Momentchen warten. Nein, es ist wichtig, Isarun. Ordnung. Genau. Es muss Ordnung herrschen. Also ja, Lan, das kann man doch auch anders angehen. Wolltest du verstehst das nicht, du bist Zwerg, halt dich aus der Sache raus. Ich verstehe die Sache aber sehr wohl. Und wir sind alles Menschen, die in bestem Wissen und Gewissen handeln wollen. Und Zwerge. Und ich sage, ihr gebt unserer Kaiserin jetzt einige Momente, um sich zu besinnen. Ich habe hier keine Befehle zu erteilen. Er hat mich verflucht. Er ist tot. Die wirren Worte eines Pagliras. Was meinte er damit? Mit einer Familie und Rastlosigkeit. Das ist gar nichts, Euer Majestät. Sorgt euch nicht darum. Ich bin mir sicher, wenn euer Hofmagier euch einer genauen Untersuchung unterzieht, werde nichts feststellen können. Ich würde gerne versuchen, sie zu trösten, sie ein bisschen zu beruhigen und ihr Mut zuzusprechen. Eine heilkunde Seeleprobe. Das sind deine dreckigen Zwergengriffe von meiner Kaiserin. Ja, Lan, jetzt reicht es. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, alles wird gut, wir sind auch bei euch. Alles wird gut und Jalan hat ja recht. Also, wir können euch gleich einmal durchchecken. Wir sind ja hier sowieso in Romulus und da gibt es sehr, sehr, sehr kompetente Leute, die sich auf die Analyse verstehen. Also, macht euch keine Sorgen. Sie schreibt deine Hand ab. Alles wird gut. Emmergunde von Raben Meria, die Fürstin von Dapazien, Asmodeus. Was? Ich wollte doch einfach nur Kaiserin sein. Ich wollte doch einfach nur das Mittelreich regieren. Nun, jetzt seid ihr es, Eure Majestät. Aber in diesen Zeiten ist nichts einfach. Und ihr müsst jetzt stark sein. Und denn ihr seid die Größte von uns allen. Ob ihr darum gebeten habt oder nicht. Und ich befürchte, man kann nicht einfach nur Kaiserin sein. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die euch viel abverlangt. Aber ihr habt ja uns. Währenddessen wird der Paralys von Rafim gelöst und er kann sich wieder bewegen. Nichts von all dem, was hier geschehen ist, ist eure Schuld. Nein, die Zeiten sind hart und ihr könnt nicht überall sein.
Ich dachte mal, wir könnten das und wir sind zu sechst. Wir standen vor Romulus und dann haben wir gesehen, wie es Lärm aus der Stadt gab und wir sind reingeritten, weil wir dachten, dass Answin da wäre und dann standen von überall auch die Truppen von Selindian. Ich dachte, er wäre erst in Hohenstein, aber er hat wohl irgendwie verschoben und... Es sind nicht seine Truppen, Euer Majestät. Es sind allesamt die von Undergast. Ihr seid ein gut geplanter Verrat. Wie sind sie in die Stadt gekommen? Na, wahrscheinlich wie das Mal davor. Durch Verrat? Was mache ich jetzt? Ihr müsst herrschen, Euer Majestät. Und das Volk braucht eine Herrscherin. Und es gilt noch, einen Drachen zu bezwingen. Euer Majestät, bis ein Erbe gefunden ist, werdet ihr dann wohl die Fürstin von Dapazien sein. Die Fürstin von Dapazien? Nun, ihr seid die Kaiserin des Reiches. Als solches fällt jedes Lehen, das ohne Erbe einhergeht, an euch zurück. Bis es wieder von euch vergeben wird. Aber dies muss ich euch sicherlich nicht erklären, dies wisst ihr bereits. Ja, natürlich. Wo ist Melvin? Draußen. Melvin stirbt. Es geht ihm gut. Asabo kümmert sich um ihn. Ist in den allerbesten Händen. Muss was mit Melvin besprechen. Sie dreht sich um und eilt mit den Schritten, geht sie wieder nach draußen. So ja, steht ihr alleine im Thronsaal derer von Romulus mit der verbrannten Irmelgunde, vorher noch gehängt, und dem getöteten Asmodeus von Andergast. Ich werfe einen besorgten Blick in die Runde meiner Kameraden. Er helfe dann Raphim irgendwie auf die Beine, wenn er ein bisschen eingeklappt war. Was war das denn? Ein Zauber. Gewöhn dich dran. Ist kein gutes Gefühl, daraus aufzuwachen. Hurensohn. Ich würde mal hier den Teppich aufschneiden mit meinem Schwert. Da so ein Stück, das so 3-4 Meter lang ist, rausschneiden. Und Irmelgunde damit zudecken. Ich würde gerne derweil checken, ob Asmodeus noch irgendwas bei sich trägt. Eine zersplitterte Geierklaue. Schaut mal. Ich denke, das ist die Waffe, mit der der Hohe Vater verletzt worden ist. Das bedeutet, wir können sie analysieren. Ja. Nun, ich schlage vor, dass wir hier die beiden Leichen herausschaffen und die eine ihrer guten Bestattung zuführen. Mit der anderen, wir sollten sie verbrennen. Ich halte es nicht für klug, die Leiche der Fürstin jetzt gerade nach draußen zu bringen und damit dem Volk zu offenbaren. Wir sollten Wer sie bislang... Wer spricht denn von nach draußen bringen? Einfach erstmal aus dem Thronsaal und irgendwie, wir müssen uns um sie kümmern. Wir müssen einen Bestatter kommen lassen. Vielleicht gibt es ja eine Familiengruft. Es sollte auf jeden Fall einen kalten Raum im Keller geben. Aber mir packt an, wir tragen sie hinab, ja? Natürlich. Wir sollten seinen Kopf aufs Tor aufschlagen. Nun kümmert euch drum. Gerne. Ich bleibe hier im Thronsaal und warte auf euch. Ich schaue mich mal um, ob ich irgendwo in diesem Raum eine Lanze finde. Eine Lanze? Natürlich eine Zierlanze, die nebst anderen Schwertern dort hängt. Du kannst auch weitere Zierrüstung erkennen und hier bedienen. Wunderbar, ich möchte an den Kopf von Asmodeus von Andergast abnehmen, den auf eine Lanze stecken und so versuchen, seine Truppen zu demoralisieren. Im Grunde, ihr General ist gefallen. Ja. Wenn du nach draußen trittst, ins Licht, Schnee, der weiter noch um euch herum fällt und diesen Tag betrauert, kannst du wohl erkennen, dass die Kämpfe wieder leiser geworden sind. Du kannst auch in der nächsten Umgebung keine weiteren Truppen erkennen, wohl noch weitere Kämpfe, die in der Unterstadt irgendwo toben, vielleicht im Katzloch oder den anderen Stadtvierteln, aber hier in der Oberstadt ist wohl der Rest besiegt. Ja, ich würde mir die nächsten paar Soldaten, die ich finde, zusammentrommeln und dann durch die Stadt ziehen und die Widerstandsnester ausräuchern. Wenn sie sich nicht ergeben, wenn sie ihn sehen, dann werden sie halt gestürmt. Du hast das letztes Mal schon die Widerstandskämpfer ausgeräuchert und du weißt es, wie es jetzt ein weiteres Mal geht. Ich würde derweil im Thronsaal mich gerne mal ausgiebig umschauen, gucken, ob ich, also mir geht es tatsächlich nicht um Wertsachen oder so, sondern ob ich noch Marschbefehle oder Konversationen, Briefwechsel etc. finde, anhand derer ich ausmachen kann, wo die jetzt mittlerweile Verstorbene ihre Loyalitäten denn tatsächlich hatte.
Ja, Staatskunst. Hab ich nicht. Dann irgendeine Rechtskunde vielleicht auch Ableitung? Rechtskunde, ja, Rechtskunde-Ableitung. Würde ich nur eine plus 5. Alles klar. Oder eine Heraldik plus 5 würde ich auch erlauben. Ja, ich mit den Siegeln, um die zu identifizieren. Nee, nein. Rechnen wird nix. Ja, ich hab. Achso, Rechtskunde habe ich sogar noch weniger. Also. Ja, nehmen wir so, du hast die Siegel noch nie gesehen, irgendwas mit einem Raben, aber welcher Rabe das nun ist, so Opokurian oder Answin, der Jüngere, der Ältere, du hast keine Ahnung. Da wird alles mal eingesteckt. Schaden kann es ja nicht. Aha. Ja, gut. Nein. Ja, das sieht okay, das sieht wichtig aus. Nehme ich mal mit. Und so würde ich mich halt durch alle möglichen Akten wühlen. Erstmal konfiszieren. Ich möchte die Leiche von Asmodeus in eine von der Wand herabgezupfte, keine Ahnung, so Banner sind das wahrscheinlich. Ja, was auch immer, in irgend so ein Stoffstück einwickeln und hinausschleifen und vorher seine Taschen leeren, die Geierklaue zum späteren Analysieren zur Seite legen, beziehungsweise halt mitnehmen und dass er dann halt möglichst schnell verbrannt werden kann. So soll es geschehen. Nachdem Abelmir und ich die Leiche im Keller irgendwo aufgebahrt haben, notfalls halt in einem kalten Lagerraum, gehe ich ins Katzloch. Dann sammle ich meine Alvorinistengemeinde und dann verbrennen wir ein paar Hexen. Faktiere, whatever. Nicht so wichtig. Dann hält Zulamin Totenwache bei der Fürstin, betet und ein paar Kerzen an, solche Dinge. Habe mir? Ich würde mich derweil um den Hohen Vater kümmern, gucken, ob ich ihn weiter beruhigt bekomme, beziehungsweise die hohe Tochter, Mutter, heranbekomme, dass sie ihn, die ein Segen über ihn spricht, ein Heilungssegen, die dämonische Verseuchung aufhebt oder ja, aufhebt, helfen hoffentlich. Sie wird es zumindest den Tag über versuchen und gemeinsam mit dir feststellen, dass er wesentlich aggressiver ist. Ja, zu einem Furchtboltags dazu holen. Ja. So könnt ihr den Tag verbringen. Die Stunden ziehen sich dahin, Widerstandsnester werden ausgehoben und die irrhalten Gardisten besiegt, einer nach dem anderen. Übermüdet, verwundet. Mit euren eigenen Gedanken, denen ihr nachgehen könnt, könnt ihr euch so wieder treffen. Am Ende des Tages, wenn genug Schnee und Blut vergessen wurde, irgendwo im Villenviertel, in einer leerstehenden Villa, wo ihr euch gesammelt habt. Und die Herrschaften, die Damen. Andererseits ist der Verlust von Himmelgründer von Rabenmund natürlich ein herber Schlag für uns. Andererseits könnte uns dies zum Vorteil gereichen, denn jetzt ist Romulus und damit alles, was es zu bieten hat, in der Hand von Rohaya von Garrett. Ja, ich habe ganz viele Unterlagen gefunden, falls du und Isarun sich die gleich mal anschauen wollen. Vielleicht räum mal her. Ah. Warum nicht? Dann teilen wir das in keine Ahnung, 3-4 Teilhaufen, jeder guckt sich das an. Ich konnte jetzt wenig damit anfangen. Es waren so viele Raben überall abgebildet und ich wusste nicht, ob das jetzt. Seht ihr, dieser hier hat die Flügel gestreckt und dieser hat die Flügel gebeugt. Das heißt, das hier ist das mittlere Haus Rabenmund, das hier drüben stellt das jüngere Haus Rabenmund da. Ja, aber das ist doch sehr kompliziert. Warum kann man nicht einfach den einen Schnabel rot und den nächsten Schnabel grün und den nächsten Schnabel blau färben? Weil der Rabe nur einmal schwarz zu sein hat. Ja, aber der Schnabel. Weil es zu viele farbenblinde Menschen gibt. Also ich muss da Boltax recht geben, ich sehe da gar nichts. Das hier ist vom Raben an den Raben, das hier ist vom Raben an den Raben, aber an den anderen Raben. Was soll das hier heißen? Das ist viel zu kompliziert. Ihr kommt doch aus Alantra, habt ihr nicht auch verschiedene Wappen für die verschiedenen Zweige eurer Herrscherfamilien? Ja, aber die kennt ja jeder. Das hier, diesen Scheiß hat ja noch nie einer gesehen. Die hier kennt auch jeder, der im Mittelreich aufgewachsen ist oder als Ritter des Reiches seine Pflichten ernst nimmt. Ja, ist ja gut. Also Freunde, streitet euch nicht über die Farben. Hier, seht dieses Schreiben. Ich halte mal so ein Schreiben hoch, was
ziemlich explizit ausdrückt, dass sie sowohl Ukurian und Selindian in ihrer Ränke Intrigen verstrickt hat und Anziehen aus tiefstem Herzen verabscheute. Und naja, Rohaya sollte anscheinend als Restabsicherung dienen, falls Selindian nun ja nicht gewinnt. Nichts, was wir nicht schon vermutet hätten. Also spielt sie auf beiden Seiten. Spielt auf beiden Seiten. Verbrennt es. Verbrennt alles. Nichts davon ist etwas, das die Kaiserin wissen muss, jetzt wo die Fürstin tot ist. Sie wurde anscheinend nicht zu Unrecht die Schlange von Romulus genannt. Ach, ich dachte, das wäre wegen dem Schlangentor von der Akademie. Ich sammle dann diese Papiere alle ein und schmeiße sie relativ in den Kamin. Warte, bevor du sie wegtust. Was? Schau mal, ob du irgendjemanden... Wir müssen uns die Namen aufschreiben von denen, die sie verraten würden. Wenn sie Romulus neu vergibt und sie gibt es an einen Verräter. Oh, ich will keinen Schritt weiter. Ich habe eine ganz gute Idee. Raffin, du bist doch Raffin von Romulus. Kannst du nicht einfach jetzt der Herrscher werden? Nein, ich bin schon König von Teif geworden und das war eine scheiße Arbeit. Das meine ich normal. Die Kaiserin wird das Lehen neu vergeben. Oh. Ja, aber wir müssen sicher gehen, dass es an keinen Verräter geht. Ihr habt recht, Raffin. Eine sehr weitsichtige Entscheidung. Gehen wir alles durch und sortieren das. Ich denke, das wird den ganzen Tag dauern. Ja, ich würde sagen, das machen du und Isarun. Und ich wollte ja eh noch mit Sulamin und Raffin über die Armbrust reden. Und vielleicht kann Abel mir dabei helfen. Und gerade Sulamin, ihr seht so aus, als solltet ihr euch ausruhen. Und wenn ihr wieder beisammen seid, reden wir vielleicht einmal über Metallrüstungen. Asavo kommt hinein. Hat sich wohl den Tag über um Meld- und Störeband gekümmert, vor allem dann auch die restlichen Aufstände niedergekämpft. Nicht so sehr wie Raffin, das er selber Hand angelegt hat, sondern dass er die anderen als mit so einem taktischen Kommando dann von dort aus dirigiert hat. Oh, Männer, kommt zur richtigen Zeit, Asavo. Hm? Habt ihr gut gemacht. Ich habe mich selten so gefreut, euch zu sehen, muss man sagen. Raffin, es war gut, dass ihr da wart. Ihr habt so schnell wie kaum ein anderer die Stadt wieder gesäubert. Danke. Er gibt dir die Hand. Ich gebe ihm auch die Hand, aber eure Männer waren immer zur rechten Zeit im richtigen Ort. Das ist wichtig. Wir haben heute ein paar Leben retten können. Ja, nachdem er euch allen die Hand gegeben hat, drückt er Isarun an sich und gibt ihr einen Kuss. Nun, es hat sich als erschreckend weitsichtige Entscheidung herausgestellt, euch hier runterzuschicken. Das stimmt wohl. Es ist so sehr viel passiert. Die Trollpforte. Answin ist nach der Trollpforte, zumindest haben wir das gehört, in Richtung Galles gegangen. Was will er da? Er hat das eingenommen, so sagte man. Vielleicht ohne einen Federstreich. Man hat ihn die Mauern geöffnet. Die Redelsführer waren wohl Answinisten, so sagte man. Zumindest die Spione, die wir dort hatten. Das, was ich da mitbekommen habe über die Fürstin, als sie noch lebte. Und naja, er hat die Redelsführer gehängt, weil sie Nekromanten waren, auch wenn sie Anzinisten waren, und danach sollte er wohl in Richtung Süden marschiert sein. Wir wissen nicht genau, wo er ist, aber irgendwo kurz vor Romulus, von daher hatten wir angenommen, dass es seine Männer waren. Was wir mit ihm ausgemacht hatten, war, dass er gegen Süden ziehen würde, um die Truppen des Asmodeus und Andangast auf der Insel aufzureiben. Offensichtlich kam er zu spät. Ich denke nicht, dass man ihm dies anlasten kann. Vielleicht wurden unsere Aktionen in der Nähe des Sees bemerkt. Auf die eine oder andere Weise, wir müssen uns zügigst bemühen, die Verhältnisse zwischen ihm und der Kaiserin zu kitten. Wenn sie denkt, dass er sie angefallen hat, lässt sich kein Bündnis mehr zwischen den beiden herstellen. Und wir brauchen seine Männer. Rohaya lässt sich vor allem durch Melvin wieder beruhigen. Er hat sich die Sache erklären lassen und jetzt kümmert er sich um die Seele der Kaiserin. Nun, wenigstens ein Störrebrand, der etwas Gutes tut. Savo kneift die Augen ein bisschen zusammen. Ja, dann verzeiht mir, aber ich habe gehört, dass ihr wohl Hexen und Dämonen verbrannt habt in der Unterstadt. Bakterien, größtenteils. Ja. Es stellt sich heraus, die örtliche Bevölkerung war mehr als erfreut, an der Säuberung teilzunehmen. Während unser Chorgeweihter hier das Ganze zwar in viel Blut mündete, war das doch wesentlich... Naja, es waren keine Hexenjagden mit Feuer und Asavo, es geht nicht nur darum, die Stadt
von den Besatzern zu reinigen. Es geht darum, ebenso der Bevölkerung mitzuteilen, dass sie mit aller Härte durchgreifen und durchgreifen können. Sie dürfen nicht das Vertrauen in unsere Führung verlieren. Jalen, ich will euch nicht verurteilen. Ich wollte es einfach nur noch einmal klarstellen, dass Rafim ganze Arbeit geleistet hat. Und ich hätte mich gefreut, wenn ihr Bericht erstattet hättet währenddessen, damit ich weiß, wo ich stehe. Ich bin mir sicher, dass er ganze Arbeit geleistet hat. Schließlich ist es Rafim. Er macht keine halben Sachen. Glaube ja. Oh, ihr seid ja aber Leute nett zu mir. Oh. Guck mal, da wird Papa Rafim ganz rot. Ich glaube, Jalan war deshalb so eifrig, weil ihm zuletzt eine Hexe durch die Finger geschlüpft ist. Ja, und da muss der jetzt was gut machen. Also gut. Auf die eine oder andere Weise, ich denke, die Stadt ist so weit gesichert, dass sie von den nördlichen Truppen gehalten werden kann. Mit denen, die noch hier bleiben, wenn wir gegen den Drachen ziehen. Rommel, es ist wieder so etwas wie sicher, wenn die Kanalisationen wieder gereinigt werden. Müssen wir noch einen weiteren Herrscher befürchten, der demnächst irgendwelche Städte niederbrennt? Oder bleibt neben dem schwarzen Drachen kein anderer mehr?